Inzwischen gibt es auch auf nationaler Ebene ein Poolen, ein sogenanntes Ensemble-Rechnen vieler Modelle, die unterschiedliche, sozusagen etwas unterschiedliche Vorhersagen machen. Was man daraus aber schlussfolgern kann, ist, dass wir mehr Daten brauchen. Und zwar brauchen wir nicht einfach mehr von demselben, sondern wir brauchen mehr von spezifischen Daten, die wir bisher noch nicht hatten. Beispielsweise gibt es kein vernünftiges, bisher etabliertes Maß, um das Ausmaß des Social Distancing kontinuierlich zu monitoren. Wir haben auch kein gutes Verständnis über die Ausbreitung des Musters der Infektion in Haushalten. Haushalte sind nicht nur echte Haushalte, sondern sind auch Arbeitsumgebungen, Firmen, Schulen und Ähnliches. Wir wissen einfach zu wenig darüber.